dieser Vibe, den ihr in den 45 bis 50 Minuten Kurs bekommt, bekommt ihr ungelogen in keinem anderen Kursformat. Also da bin ich wirklich, ohne dass ich jetzt irgendwie, ich bekomme hier kein Geld dafür, dass ich diese Werbung mache. Aber es ist wirklich so, man kann es nicht beschreiben. Diese Leute, die werden auf euch zukommen, die werden euch danken für diese 45 bis 50 Minuten. Und wenn ihr das zwei oder dreimal gehört habt, dann wollt ihr das immer hören und dann macht es euch süchtig und dann wollt ihr auch die Leute catchen und dann wollt ihr auch Hit-the-Beat rausschreien und dann wollt ihr auch Hit-the-Beat größer machen und ihr wollt es jedem einfach zeigen. Und das ist wirklich so. 5, 6, 7, 8. Was geht ab, Leute? Ich bin's wieder, Pete Ehr, und willkommen zu einem neuen Erfahrungsbericht. Heute mit der Lena. Heute um das Thema: Wie ist es überhaupt, Trainer zu sein? Wie war der Start als Trainer? Und wie ist das Gefühl, von so einer Community, in so einer Community zu sein? Lena, was geht ab? Ich hoffe, es geht dir gut. Danke dir für deine Zeit. Erzähl doch mal bitte ganz kurz: Wer bist du? Stell dich bitte ganz kurz vor. Ja, hi, mein Name ist Lena, ich bin 27 Jahre alt, ich komme aus Bühl, das ist ein Ort in Baden-Württemberg in der Nähe von Baden-Baden und ja, ich bin seit nun 2018 Hit-the-Beat-Trainerin und offiziell seit 2019 auch Moverin von Hit-the-Beat, genau. Cool, kurz zur Erklärung, weil du kurz angesprochen hast schon, Moverin, das bedeutet bei uns, für die Leute da draußen, Markenbotschafter, quasi Captain der Region und quasi der Community Leader und die Person, die quasi auch die ganzen Truppe zusammenhält und eben eine Community in der Region aufbaut. Erste Frage, Lena, was bedeutet es für dich, Hit-the-Beat-Trainer bzw. Trainer zu sein? Warum machst du das? Also Hit-the-Beat-Trainer zu sein ist für mich, oder beziehungsweise seit ich Hit-the-Beat-Trainer bin, hat sich einiges verändert. Ich habe das damals auf der FIBO kennengelernt 2018 und war sofort irgendwie gecatcht von den ganzen Vibes, von den Trainern, mit denen ich da gesprochen habe. Und die Mentor hat mich dann auch an die Hand genommen, hat mir so ein paar Moves gezeigt und ich war sofort so, yes, möchte ich auch können. Und für mich ist Hit-the-Beat nicht nur ein Training, mit dem ich sehr, sehr viel erreicht habe, auch ja, für mich, sondern es ist auch einfach dieser Grundgedanke, was hinter Hit-the-Beat steht. Für mich steht hinter Hit-the-Beat einfach diese körperliche Veränderung, dass ich alles schaffen kann, was ich mir vielleicht vor einem Jahr niemals erträumt habe zu schaffen, aber auch dieses ganze Mindset. Also Hit-the-Beat hat mich brutal weit gebracht, ich sage jetzt mal, erwachsener zu denken, ohne irgendwelche Limits. Früher dachte ich immer, ja komm, Liegestützen, das können die aus dem Fitnessstudio machen, das schaffe ich niemals. Und jetzt schaffe auch ich zum Beispiel eine Liegestütze zu machen, ohne dass ich jetzt wirklich meinen Fokus damals darauf gelegt habe, eine Liegestütze zu machen. Und für mich bedeutet Trainer von Hit-the-Beat zu sein, genau diesen Spirit weiterzugeben an meine Teilnehmer, um denen zu zeigen, ey Leute, dieser Grundgedanke mit, ich kann das nicht, den gibt es nicht. Jeder kann das schaffen und Hit-the-Beat ist eins der besten Beispiele in meinen Augen da dafür, um einfach Leuten zu zeigen, dass man auch über den Teller mal schauen sollte, um weiterzukommen. Und warum ist dir das so wichtig, den Leuten zu zeigen, ey, da ist mehr als nur ein Squat, da ist mehr als nur, ist mehr als nur Fitness. Warum ist dir das so wichtig, den Leuten das so, ja, zu vermitteln? Weil ich bin seit 2015 Trainer und ich habe da ganz, ganz viel immer gemerkt, dass die Leute stagniert haben. Also die sind halt in ihre Kurse gekommen, irgendwann war auch mal die Lust raus, dann war diese Motivation nicht mehr da und ich finde, wenn ich einen Punkt habe, wo ich sage, okay, ich arbeite daran, dann bin ich motiviert. Dann bin ich motiviert, diese Woche in den Kurs zu gehen, nächste Woche wieder in den Kurs zu gehen. Ich will einfach mehr haben. Und Hit-the-Beat gibt einem wirklich dieses Suchtpotenzial. Das ist ganz schwer zu beschreiben, aber wenn man mal in einem Kurs war und auch mal in den nächsten und in den übernächsten gekommen ist, irgendwann packt dich
sozusagen dieses Fieber, weil man sieht, dass es so ganz viele Varianten von normalen Squats gibt, wo mir extrem viel Spaß bereiten, gerade auch diese Beats. Ich habe nicht nur immer meine normalen Kniebeuge, noch 12, noch 10, noch 8, sondern ich habe dann auch mal eine Squat dabei, wo ich dann noch in den Burpee reinjump oder sowas. Und ja, es ist einfach dieser Suchtfaktor. Cool. Und kannst du den Leuten beschreiben, wie fühlt sich das an, so einen Hit-the-Beat-Kurs zu geben für dich selber persönlich? Hit-the-Beat ist einer der Kurse, die ich unterrichte, wo so schnell rum sind. Und währenddessen denkt man so, okay, echt anstrengend. Aber danach, man geht raus, man ist wirklich so, ich hatte zwar einen stressigen Tag heute, aber ich habe meinen Sport gemacht, jetzt lege ich mich aufs Sofa, ich habe alles getan und man ist einfach wieder, ja, also ich bin immer besser drauf, wenn ich HIIT-Beat dann gemacht habe. Cool, jetzt hast du kurz über die Teilnehmer gesprochen, kannst du uns mal vielleicht so ein kleines Resümee geben, was sagen die eigentlich über die Kurse, wenn die mal persönlich mit dir darüber sprechen? Für die ist es wirklich, ja, sie werden vom Alltag rausgezogen. Also viele, viele kommen direkt von der Arbeit zu mir in den Kurs. Und gerade auch in der aktuellen Situation mit Corona zum Beispiel. Viele im Homeoffice, die Kinder sind noch zu Hause, die haben nur noch Stress. Man arbeitet wirklich gefühlt mehr, als man eigentlich sollte sozusagen. Man muss nur noch funktionieren. Und die sagen selber, die kommen in den Kurs rein, sie können abschalten, sie können mal vielleicht auch ja, den ganzen Stress, der sich so ein bisschen aufgebaut hat, ablassen. Die können auch mal wirklich 45 Minuten an gar nichts denken, weil wir Trainer sagen denen ja alles vor, was sie machen müssen. Die müssen sich da keine Choreografie oder sowas merken, sondern die können wirklich abschalten. Und ich habe auch ganz, ganz viele Teilnehmer dabei, die schon mehrere Monate beziehungsweise auch Jahre bei mir trainieren und die haben gesagt, sie haben schon sehr, sehr große körperliche Erfolge dadurch ziehen können, ohne dass sie jetzt irgendwie großartig in den Kraftsport zum Beispiel gegangen sind und irgendwelche Gewichte heben. Und das freut mich umso mehr, wenn man dann so langsam sieht, okay, die sehen auch, dass sich was verändert hat. Nicht nur ich sehe das, sondern auch die, dass sie jetzt zum Beispiel ohne Probleme Kniebeuge machen können, sondern die merken auch, okay, neben dem, dass sie Gewicht verlieren, sind sie auch noch leistungsfähiger und ja. Das. Und wie fühlt sich das für dich an, so regelmäßig so ein Feedback von den Teilnehmern zu bekommen? Mega. Also das ist auch einer der Punkte, warum ich überhaupt Trainer bin. Für mich ist es, ich sage immer, gefühlt ist für mich das Geld, was ich bekomme als Trainer, eigentlich egal. Also wirklich, also natürlich muss ich am Ende des Tages schon davon leben, aber mir gibt dieses Feedback, wenn die Leute nach dem Kurs zu mir kommen und sagen, hey Lena, geil, danke, cooles Workout wieder, das gibt mir mehr wie ein Fuffi auf die Hand. Also bin ich ganz ehrlich. Weil es einfach, man merkt einfach, man macht es nicht umsonst, sondern die Leute gehen raus, sie sind glücklich, sie erzielen Erfolge und das ist genau meine Absicht, warum ich Trainer bin. Cool. Und wie du schon gesagt hast, jetzt bist du auch Markenbotschafter für uns geworden als Mover und als Trainer baut man ja eine Community auf. Mhm. Das versuchen wir euch natürlich auch beizubringen, aber deswegen hast du ja volle Kurse, deswegen sprechen die Teilnehmer mit dir. Beschreib doch mal, wie das war, das Gefühl oder wie viel Arbeit dahinter stand, so eine Community für dich aufzubauen und dann in so eine funktionierende Community später auch einzutreten, die auch HIIT-the-Beat mitgebracht hat. Also ich muss ja sagen, ich wohne hier auf dem Land. Also das ist wirklich so ein Dorf, das nächste Dorf. Und hier war das immer üblich oder ist es immer üblich, viele gehen in die Kurse, die machen ihre Kurse, gehen danach wieder heim. Und das war es dann auch und dann wollen die da auch gar nichts mehr da groß wissen. Aber HIIT-the-Beat hat das irgendwie geschafft, dass die Leute auch noch nach dem Kurs geblieben sind, auf einmal sich mit mir unterhalten haben. Weil das einfach, ich kann das gar nicht beschreiben, warum das passiert ist und warum das nur bei HIIT-the-Beat ist. Mir fällt es auch wirklich auf, nach dem HIIT-the-Beat-Kurs bleiben die Leute da, nach einem normalen Bauchbeine-Po-Kurs gehen die heim. Also ich, warum?
müsst ihr mir erklären. Aber um das aufzubauen, also ich habe am Anfang, natürlich war das schwer, das aufzubauen, aber ich habe ja dann noch die Outdoor-Workouts gegeben und das war dann eh immer Samstagmorgens, wo man sich getroffen hat und dann wurde danach eben noch gesprochen, dann ist man zusammengestanden und auf einmal haben wir eine WhatsApp-Gruppe gegründet. Und die WhatsApp-Gruppe, die ist mega cool. Also das sind auch, wir starten einfach mal so als noch Challenges, wo wir sagen, okay, zu unseren Kursen haue ich jetzt mal noch eine Challenge rein. Jeder macht noch die Woche die und die Aufgabe und lasst zum Beispiel mal eine Woche Zucker weg. Und jeder motiviert sich da und dann spricht man sich ab, hey, seid ihr heute Abend auch wieder am Start? Und das ist so eine Community, wo ich wirklich sagen kann, geil, auch ich brauche da gar nicht mehr viel groß machen, sondern die leiten sozusagen den ganzen Austausch. Und das macht richtig, richtig Spaß. Und das spiegelt auch mal wieder und die komplette Community von Hitbeat, weil mir geht es genauso, wenn ich irgendwas habe, wenn ich zum Beispiel in eine andere Stadt gehe, nach Frankfurt, da weiß ich sofort, ich kann zum Beispiel einen Flo, eine Larissa anrufen. Ich kann bei denen auf einen Kaffee vorbeikommen, mit denen ganz normal privat quatschen, kann aber auch mit denen natürlich eine Stunde Hitbeat rocken. Und die Community, habe ich noch nie so erlebt wie bei Hit the Beat. Und egal, was ich habe, ob ich private Anliegen habe, aber auch Fragen um die Kurse und alles Mögliche, man ist immer für einen da. Und Hit the Beat ist wirklich so, man lacht zusammen, man weint zusammen, man geht den Weg immer zusammen. Ja, ist wie eine große Familie eigentlich. Und warum ist dir dieses Gefühl so wichtig in dieser Community? Also man sieht ja, du lachst, strahlst. Welches Gefühl verkörpert diese Community für dich, wenn du das den Leuten da draußen mal beschreiben müsstest? Man ist nicht allein. Also ich war ja auch früher immer mal im Fitnessstudio. Ich bin reingegangen, habe gepumpt und dann bin ich wieder heim. Und dann, wenn ich da mal wirklich so ein Motivationsloch habe, dann ist es wirklich so gewesen, ich bleibe jetzt halt mal 2 Wochen da drin und irgendwann habe ich dann mal wieder Bock, mich zu bewegen. Aber bei Hit the Beat ist es halt wirklich so, hey, wir haben eine Challenge. So, dann denke ich mir noch so, boah, jetzt macht die Dritte schon die Challenge. Und dann kriege ich so einen Anruf oder kriege ich in der WhatsApp-Gruppe, ey Leute, was ist los? Warum habt ihr die Challenge noch nicht gemacht? Und denke so, okay, die treten mir jetzt in den Arsch und ich kann jetzt sozusagen wieder Sport geben. Und genau das ist die Community. Wenn man mal am Boden ist, dann wird man wieder aufgehoben und dann geht es einfach weiter. Und das ist einfach so ein Gefühl, wir brauchen das beim Sport, weil wir können nicht immer 24/7 durchziehen und das ein ganzes Jahr. Jeder hat mal so ein kleineres Tief und will mal chillen oder so. Aber am Ende des Tages ist immer jemand da, der dich einfach mitzieht, egal in welchem Bereich. Und das ist für mich diese Community und es ist auch für mich ein Grund, warum ich das jedem Trainer eigentlich nahelegen kann. Ich habe das in alle Trainerlizenzen, die ich schon habe, habe ich das noch nie so gespürt wie jetzt hier. Irgendwann war immer so mal, okay, ich habe eine Ausbildung gemacht, danach hat man noch so 3-4 Wochen einen Austausch gehabt und dann war aber rum. Also dann war auch wirklich so, ich habe keinen Kontakt mehr zu irgendeinem von den Kursen, die ich damals besucht habe. Und bei Hit the Beat ist sogar heute noch, jetzt haben wir 2020, das heißt, ich bin 4 Jahre Trainer, ich habe heute noch Kontakt zu Trainern, mit denen ich damals die Ausbildung gemacht habe. Und das ist für mich einfach so, keiner geht einzeln irgendwie den Weg, sondern man geht den Weg einfach zusammen. Und das ist für mich einfach dieses, ja, Community-Denke. Cool. Und jetzt noch eine Sache, jetzt gehen wir mal ein bisschen auf die Trainerausbildung zurück, die du bei uns gemacht hast. Du hast ganz kurz von der FIBO gesprochen. Wie war der erste Eindruck? Und dann hast du die Ausbildung gemacht und dann hast du bestanden. Kannst du da mal ganz kurz den Weg den Leuten mal nahelegen, wie das so abgelaufen ist? Mhm. Also ich habe blaue Augen, aber ich war da auch blauäugig. Bin da ganz cool an den Stand rangelaufen, habe mich mit so ein paar unterhalten und dann kam eben irgendwann Mintu zu mir und hat gesagt, komm, jetzt mach doch einfach mal mit. Da habe ich gedacht, ja gut, jetzt mache ich halt einfach mal mit. Es war gerade mal ein Intervall oder sowas und habe gedacht, ja easy, komm, hat Spaß gemacht, meld mich an. Habe mich angemeldet. Ich glaube, das war so 5 Minuten, habe ich noch gebraucht nachdem und dann bin ich weggetigert und weggelaufen. Auf einmal merke ich so, boah,
Shit, es kommt dieser blöde Nachbrenneffekt und ich muss aus dieser Halle raus, weil mir war es so warm. Da habe ich gedacht, also irgendwas muss es ja bringen, wenn ich, weil ich bin eigentlich ein Mensch, ich schwitze nie, wenn ich wirklich mal anfange, da noch zu schwitzen. Und dann habe ich gedacht, okay, gut, Lena, jetzt hast du das halt, jetzt hast du den Salat, jetzt musst du natürlich die Ausbildung machen, du hast dich angemeldet. Bei uns hier gab es nie Hit the Beat, das heißt, ich hätte auch in der Zeit, also ich glaube, ich habe noch 3 Monate Zeit gehabt, dann hat die Ausbildung angefangen. In der Zeit hätte ich auch nirgendwo, habe ich nirgendwo geschafft, einen Hit-the-Beat-Kurs zu machen. Also habe ich gedacht, ich fahre jetzt halt mal nach Stuttgart und mache das. Und dann habe ich das gemacht und es waren 2 harte Tage, 2 Tage mit sehr viel Muskelkatern, weil man ist das natürlich auch gar nicht gewohnt gewesen, so viele Kniebeugen zum Beispiel zu machen oder irgendwie in der Plank zu bleiben. Aber die Ausbildung war mega lehrreich, also das muss ich sagen, egal, also es ging nicht nur um Hit the Beat, sondern ich konnte auch meinen Ausbilder damals fragen, was mache ich, wenn jetzt mein Teilnehmer Probleme mit den Schultern hat oder mit den Knien hat und da hat man einfach auch die Kompetenz gemerkt und ich merke es auch jetzt, unsere ganzen Mastertrainer, ich kann die jetzt noch fragen, was mache ich, wenn jetzt einer zum Beispiel Beschwerden haben im Fußgelenk und der jetzt zum Beispiel nicht jumpen kann, was kann ich da dann machen? Und da muss ich sagen, das war einer der lehrreichsten Ausbildungen. 2 Tage, volle Power, Muskelkater des Todes, aber es hat brutal viel Spaß gemacht. Und wie gesagt, ich habe heute noch mit den Leuten alle Kontakt und es war schon cool. Und dann in der Woche oder in den 2 Wochen, glaube ich, haben wir noch Zeit gehabt, dann dieses Prüfungsvideo zu machen, hat man sich auch brutal viel ausgetauscht. Und der Austausch ist halt heute auch noch da. Und ja, also die Ausbildung, muss ich sagen, war eine der besten. Cool. Versuch mal in deinen eigenen Worten mal den Leuten da draußen mitzugeben, warum sollten andere Leute noch in deine Fußstapfen treten und auch Hit-the-Beat-Trainer werden? Weil es einfach süchtig macht. Also Hit the Beat hat Suchtpotenzial, dadurch, dass wir uns eben so weiterentwickeln können. Ich habe es selber gemerkt. Ich musste auch monatelang mal aussetzen aus dem Sport und habe dann mit Hit the Beat angefangen. Und ich war früher immer so der typische Fitnessstudio-Gänger. Ich bin an meine Geräte gegangen, habe mein Cardio gemacht und das war's. Und damals eben musste ich lange pausieren. Dann kam Corona, Fitnessstudios waren geschlossen und ich habe mit Hit the Beat angefangen und ich habe mit Hit the Beat meine Form des Lebens bekommen. Das ist wirklich nicht gelogen. Ich war schon übergewichtig, ich war schon untergewichtig und habe alles schon durchgemacht. Und Hit the Beat hat mir gezeigt, was es für einen gesunden Weg gibt, ohne dass ich mich ins Fitnessstudio quälen muss, ohne dass ich großartig mit Gewichten arbeiten muss, so dass ich aber noch beweglich bin und trotzdem alles noch machen kann und ich mich einfach fit fühle. Und als Trainer von Hit the Beat muss ich einfach sagen, dieser Vibe, den ihr in den 45 bis 50 Minuten Kurs bekommt, bekommt ihr ungelogen in keinem anderen Kursformat. Also da bin ich wirklich, ohne dass ich jetzt irgendwie, ich bekomme hier kein Geld dafür, dass ich diese Werbung mache. Aber es ist wirklich so, man kann es nicht beschreiben. Diese Leute, die werden auf euch zukommen, die werden euch danken für diese 45 bis 50 Minuten. Und wenn ihr das 2 oder 3 Mal gehört habt, dann wollt ihr das immer hören und dann macht es euch süchtig und dann wollt ihr auch die Leute catchen und dann wollt ihr auch Hit the Beat rausschreien und dann wollt ihr auch Hit the Beat größer machen und ihr wollt es jedem einfach zeigen und das ist wirklich so. Cool. Ja, danke für das ehrliche Feedback. Danke, dass du schon so lange bei uns Trainerin bist, auch Markenbotschafterin. Mega dich natürlich auch im Team zusammen, freue mich natürlich, wenn du auch länger uns erhalten bleibst und den Menschen natürlich da draußen und deinen Spirit, deine Energie dort in die Welt streust. Das war's von dem kleinen Erfahrungsbericht mit Lena. danke für deine Zeit und falls du jetzt auch Lust hast, Trainer zu werden oder irgendwelche Fragen hast bezüglich der Ausbildung, kannst du unten hier in dem Link erstens, wenn du möchtest, ein unverbindliches Gespräch buchen, dann wirst du beraten von einem unserer Mastertrainer oder frag einfach in den Kommentaren, falls du generell Fragen zur Ausbildung hast oder eben, was es bedeutet, auch Trainer zu sein, was muss man mitnehmen, etc. pp. Würden wir uns sehr freuen.
Ja, nochmal danke für deine Zeit und ja, vielleicht bis nächstes Mal. Bye, bye. 5, 6, 7, 8.